Rettung von Lot. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Galater 6, Vers 10. Abraham lebte in Mamre. Er verstand sich gut mit den anderen Leuten dort. Anan lebte dort und auch Eschkol in Mamre. Von jemand Hilfe brauchte, halfen sie einander. Das war auch Abraham wichtig. Eines Tages sah Abraham, dass jemand auf sein Zelt zugerannt kam. Abraham ging ihm entgegen. Es war ein Diener Lots. Abraham konnte ihn noch gut. Der Diener war ganz aufgeregt, ganz außer Atem, als er bei Abraham ankam. »Abraham, du musst uns helfen«, rief er erschöpft. »Was ist denn los? Setz dich einmal und erzähl, was geschehen ist«, bat ihn Abraham. So erzählte der Diener alles. Lot lebte in Sodom. Die Leute dort waren nicht gut, aber trotzdem blieb Lot dort. In Sodom gab es einen König. Es war der Herrscher über die Stadt Sodom. Und auch in den Städten in der Umgebung regierten Könige, in Gomorra zum Beispiel und auch in Adma und Zeboiim und Bela. Diese fünf Könige mussten dem großen König Kedorlaomer dienen. Er befahl, was dort geschah und verlangte viel Geld von ihnen. »Wir wollen diesem König Kedorlaomer nicht mehr dienen«, entschieden schließlich die Könige. »Wir wollen selbst bestimmen, was wir tun.« Und so hörten sie nicht mehr auf Kedorlaomer. Dem gefiel das natürlich gar nicht und er bekam mit anderen vier großen Königen und ihren Herren und kämpfte gegen die Könige von Sodom und die anderen. Im Tal Sidum trafen die beiden Heere aufeinander. Aber Kedorlaomer war stärker. Er hatte diese besseren Krieger. Die anderen Könige kämpften tapfer. »Es bringt nichts, wir müssen aufgeben«, rief schließlich der König von Sodom. Er und die anderen Könige flüchteten. In dem Kahl gab es viele Gruben und daran versteckten die Könige sich, so dass Kedorlaomer sie nicht finden konnte. Kedorlaomer hatte gewonnen. Er zog nach Sodom und nach Gomorra und nahm alles mit, was er aus der Stadt gebrauchen konnte. Vorräte, Gold, alles Kostbare und auch die Frauen, Männer und Kinder, die noch in der Stadt waren. Auch Lot wurde gefangen genommen. Kedorlaomer wollte alle Leute in seine Stadt bringen. Ein Diener Lots war entkommen und schnell zu Abraham genannt. Jetzt berichtete Abraham alles, was geschehen war. »Ich muss Lot helfen«, dachte Abraham sofort. Das war für ihn klar. Aber es war gefährlich. Was hättest du getan? Hättest du geholfen, auch wenn es gefährlich ist? Gott möchte, dass wir füreinander da sind, dass wir anderen helfen und Gutes tun, und Gott verspricht uns dabei zu helfen. Abraham vertraute Gott und deshalb wollte er Lot helfen. Sofort rief er seine Knechte zusammen, die Hirten und all die anderen, für die für ihn arbeiten. Es waren 318 Leute. Als Abraham seine Nachbarn Anan, Eschkol und Mamre von der Situation erzählte, waren sie sofort bereit, auch zu helfen. »Wir ziehen mit dir mit, du kannst unsere Hilfe gebrauchen. Zusammen werden wir es schaffen, deinen Neffen zu befreien.« Abraham und seine Knechte und die anderen Männer zogen hinter dem König Kedorlaomer her. Sie mussten sich beeilen, um ihn einzuholen. »Meinst du, wir können sie besiegen?«, fragte jemand Abraham. Abraham überlegte, »es sind sehr viele starke Krieger. Wir müssen uns eine Strategie überlegen.« Das mussten sie schnell tun, denn bald hatten sie Kedorlaomer und seine Gefangenen eingeholt. Abraham konnte ihr Lager sehen. Kedorlaomer hatte Halt gemacht, um ihn dann zu übernachten. Es war ein großes Lager mit vielen kräftigen Kriegern, aber Abraham vertraute auf Gott. Abraham wollte Lot befreien, er wusste, dass Gott ihm dabei helfen würde. Gott möchte, dass wir einander helfen und deshalb wird er uns auch Kraft und Mut dazu geben. Abraham hatte Mut. Er und seine Leute hielten sie versteckt. Sie warteten, bis es dunkel war und schlichten sich dann näher an das Lager heran. Dann teilte Abraham seine Leute in zwei Gruppen auf. »Ihr schleicht euch von links heran«, sagte er zu der einen Gruppe, »und wir kommen von rechts.« So trennten sie die Gruppe und schlichten von unterschiedlichen Seiten zum Lager der Feinde. Kedorlaomer ahnte nichts. Im Lager war alles ruhig. Plötzlich hörten sie lautes Rufen. Von allen Seiten kamen Abraham und seine Männer auf das Lager zu. Für Kedorlaomer war es schon zu spät. Sie hatten sich nicht für einen Kampf vorbereitet. Und obwohl Abraham viele weniger Männer hatte, floh Kedorlaomer mit seinen Kriegern. Gott half ihnen. Abraham konnte Lot befreien und all die anderen auch. Er war bereit gewesen zu helfen. Bist du bereit dazu? Vielleicht siehst du, wie in der Schule jemand geärgert wird. Dann hilf ihm. Aber du kannst auch ganz praktisch zu Hause deinen Eltern helfen. Hilf beim Tischdecken oder beim Abwaschen. Gott möchte, dass wir einander helfen und Gutes tun. Abraham war bereit dazu und jetzt war Lot wieder frei.
Lot war so froh, als er Abraham sah. Sie umarmten sich. Danke, sagte Lot. Das ist doch selbstverständlich, antwortete Abraham ihm. Wir müssen doch einander helfen, dafür sind wir doch da. Lot und seine Familie und auch die anderen Menschen aus der Stadt waren wieder frei. Sie nahmen all ihre Sachen, die Kedoloma mitgenommen hatte, und zogen zurück. Der König von Sodom war mittlerweile mit einem anderen König wieder aus seinem Versteck gekommen. Als er hörte, dass Abraham seine Leute befreit hatte, war er glücklich. Er zog Abraham entgegen. Danke, Abraham, sagte er. Ich verstehe, dass alles, was du jetzt tust, befreit hast. Eigentlich dazu steht dir eine Belohnung. Deshalb bitte ich, dass du die Leute freilässt. Alle Vorräte, Geld und andere Dinge kannst du für dich behalten. Das war damals so üblich. Es war normal, dass man die Dinge, die man im Kampf bekommen hatte, als Beute behalten durfte. Aber Abraham schüttelte den Kopf. Nein, sagte er, ich habe nicht geholfen, um dadurch reich zu werden. Ich habe geholfen, weil Gott es wollte. Ich werde nicht von den Dingen behalten. Alle Leute sollen ihre Sachen nehmen und sie wieder mit sich zurück in die Stadt nehmen. Abraham hatte nicht geholfen, damit er belohnt würde. Gott möchte, dass wir anderen helfen und das nicht, damit wir gelobt oder zu einer Belohnung kommen. Wir sollen einfach helfen, um anderen Gutes zu tun. Das wollte auch Abraham. Aber dann dachte Abraham an die Männer, die ihm geholfen hatten. Lass anderen Eschkol und Mamre ihre Belohnung nehmen, bat er den König von Sodom. Alles andere nimm wieder mit. So taten sie es auch. Lot und seine Familie zog zurück nach Sodom und Abraham ging zurück zu seinen Zelten. Er hatte geholfen und Gott war bei ihm. Wenn du anderen hilfst, dann kannst du wissen, dass Gott bei dir sein wird und dir die Kraft geben wird. Denn Gott möchte, dass wir helfen.